So eine 10,5 Stunden Langstrecke erfordern ja auch gewisse Entscheidungen. Nun bist du ja jemand, der sich auch wirklich mental auf so ein Rennen vorbereitet und du hast Mentalcoaching. Kannst du uns erklären, wie wichtig das für dich ist und welchen Einfluss das nimmt? Ja, also das mit dem Mentalcoaching ist super wichtig und ich merke immer wieder, wie sehr mir das im Wettkampf vor allem auch dabei hilft, Entscheidungen bewusst zu treffen. Also im Idealfall ist es bei dieser Langdistanz eben so, dass man immer im jetzigen Moment denkt und nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten denkt. Also die Sachen, die vergangen sind, die kann man nicht mehr ändern. Da ist es dann wichtig, einfach umzuschalten und quasi das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Und die Sachen, die zu weit in der Zukunft liegen, kann man in dem aktuellen Moment auch nicht beeinflussen. Also Ziel ist es halt quasi immer in so einen Flow-State zu kommen und im aktuellen Moment Entscheidungen zu treffen. Und mit den Entscheidungen dann auch bewusst umzugehen und bewusst quasi ja damit okay zu sein, was man gerade tut. Es sind beeindruckende Entscheidungen, die du in dem Moment fällst. Das ist nicht so lapidar, wie du das gerade so locker flockig erklärst. Erzähl doch mal eine Story, wie du dich entschieden hast letztes Jahr im Ironman. Also letztes Jahr im Ironman auf Hawaii war eine Situation, die sehr einprägsam bei mir war, dass ich am Tag vor dem Wettkampf noch zwei Platten hatte. Ich muss irgendwie auf dem Highway durch Scherben gefahren sein oder so. Und tatsächlich hat es beide Reifen erwischt, vorne und hinten. Und es ist halt immer so, dass man sagt, dass es blöd ist, im Wettkampf mit neuen Reifen zu fahren. Also normalerweise möchte man die Reifen zumindest einmal eingefahren sein. Weil da immer irgendwie was passieren kann, dass der Schlauch sich einklemmt oder irgendwas, was man halt nicht merkt. Und dann hat man auf einmal im Wettkampf einen Platten. Das ist halt irgendwie so ein Worst-Case-Szenario. Und dementsprechend musste ich halt mit zwei neuen Reifen starten, was schon irgendwie ein ungutes Gefühl war. Und als ich dann auf dem Rad saß, habe ich mich irgendwie auch immer weiter da reingesteigert und habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich verliere Luft am Vorderrad. Und dann habe ich halt. Das war so eine Entscheidung, die ich halt relativ bewusst getroffen habe. Ich habe halt durchdacht, was passiert, wenn ich jetzt 180 Kilometer weiter defensiv Rad fahre, weil ich denke, ich verliere Luft am Vorderrad. Wie viel Zeit würde ich dabei verlieren? Oder gucke ich jetzt einmal kurz nach, schraube das Ventil nochmal neu zu, verliere dabei vielleicht ein paar Sekunden, aber kann danach beruhigt weiterfahren. Und ja, ich habe mich eben für die letztere Option entschieden, habe kurz angehalten, habe das Ventil nochmal zugeschraubt, habe den Reifendruck kontrolliert, habe gemerkt, da ist nichts, alles in Ordnung und konnte danach meine Wettkampfstrategie so fortsetzen, wie ich sie geplant hatte, ohne mir weiter Gedanken über den Reifendruck machen zu müssen. Es war auch dann so, also man steigt in dem Moment ja aus einer Radgruppe quasi aus. Auch wenn man nicht im Windschatten fahren darf, ist es immer ganz gut, eine Gruppe zu haben, in der man irgendwie mitfährt. Und ich bin in dem Moment dann halt bewusst aus dieser Gruppe ausgestiegen und hatte die nicht mal 10 Minuten später wieder. Also es war tatsächlich echt nichts, was ich da verloren Aber es war verdammt mutig. habe. Ach ja. Wenn du solche mutigen Entscheidungen triffst, dann hast du dich ja aber darauf vorbereitet in deinem Mental Coaching. Kannst du einmal darauf eingehen, wie das funktioniert? Malt ihr Szenarien, die du dir einprägst? Oder was unterstützt dich und hilft dir dann, diese Entscheidungen zu treffen? Ja, also ein großer Punkt davon ist, dass wir häufig über Erwartungen quasi sprechen und wir sprechen viel darüber, was ich mir vom Wettkampf erwarte, was ich denke, was passieren kann. Und es können sowohl positive als auch negative Erwartungen sein. Also wenn ich zum Beispiel vorher das Gefühl habe, okay, ich rechne jetzt damit, dass irgendein Problem mit meiner Nutrition-Strategie auftritt oder so, dann reden wir darüber und arbeiten viel mit Visualisierung zusammen. Also zum Beispiel, dass ich mir die Situation konkret im Vorhinein vorstelle, und auch schon mal quasi mich in die Situation reinfühle. Also viel geht da über Gefühle und Emotionen, dass man das quasi sich möglichst plastisch vorstellt, weil man dadurch das Gehirn halt in so einen Zustand versetzt, dass man quasi das Gefühl hat, wenn man dann im Wettkampf in diese konkrete Situation gerät, okay, die Situation kenne ich, die habe ich schon tausendmal durchgespielt oder die, ja, ich weiß, was zu tun ist und man halt quasi keine intuitive Übersprungshandlung mehr macht, sondern einfach bewusste Entscheidungen treffen kann, auch in Stresssituationen.